Mafia 2, ja, und ich sag mal herzlich willkommen bei Cooper Gaming, hier ist Martin. Und bevor ich jetzt hier anfange, ich verpacke das Ganze kurz mal in ein Infovideo. Und zwar, dieser Channel wird nochmal komplett überarbeitet, neu. Habt ihr gesehen, ich habe Star Wars angefangen, ich habe mit 3 angefangen, ja, okay, ich habe ein Infovideo gebracht, dass ich mir nicht mal so viel vornehmen will. Jetzt machen wir es aber doch so nochmal Neues. Also, Star Wars wird weitergeführt. Es gab so ein paar Internetprobleme, deswegen ging das nicht. Es hat immer abgebrochen, weil mein kleiner Stick hier das nicht gebracht hat. Und MW3 wird aber aufgehört, weil das hat eh so viele Aufrufe. Verständlich, da es auch schon so viele haben. Und ich mir selber macht das überhaupt auch keinen Spaß, weil ich kenne es ja schon. Deswegen fange ich jetzt einfach hier was an, was ich noch überhaupt nicht kenne. Auch keinen ersten Teil, weil es gab es nur für die PlayStation. Und ja, vom Cooper wird es auch bald ein Video kommen, dazu hat ein Headset gekauft und so, jetzt haben wir genug gesagt, wir fangen mal an. Ja, und ich werde es auch so machen, dass die Folgen jeweils immer nur 15 Minuten gehen, am Anfang Hallo, am Ende Tschüss sagen und so, jetzt fangen wir hier mal an. Die Story, ich kenne es überhaupt nicht, habe es gerade installiert und es geht low. Ja, diese Option ist geeignet für Anfänger oder Spieler, die mit Actionspielen wenig vertraut sind. Ja, und Moment, mir fällt gerade ein, ich muss den Ton ein bisschen. Empire Bay. Obwohl die Stimmen, die lassen wir mal laut. Die Musik drüben auf 80 Radio. So. Gut. So. Dann fangen wir hier mal an. Wir nehmen eine gute Wahl für die meisten Spieler, die mit Actionspielen vertraut sind. Viel geübte Spieler, die nach einer echten Herausforderung suchen. Wir spielen das auf Mittel durch. So. Und los geht's. Two Games in 2K Czech. Präsentier. Mafia 2. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Schieße, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang!
Griff das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Okay. Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1993. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flaschfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, na dann. So, halte gedrückt. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Wir können uns ja in Deckung gehen. Hey, fick dich ins Knie! Zieh dich zurück! Los! Da oben. Auf mein Zeichen! Steuerung links, um die Decke zu verlassen. Okay. Wer ist der? Ja, das ist klar. Scheiße! Vorsicht! Hier rauf, Scaletta! Ah! Krieg anscheinend. Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Okay. Doc Williams, ihr hebt das Maschinengewehr nicht aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Doku, und rein hier. Haben wir noch andere Waffen? Hier ist kein Durchbruch. Kommen wir hier mit 1 und 2? Ja, kann man anscheinend. Maschinengewehr hätten wir gefunden. Was ist Maschinengewehr? Das. Wenn du eine Handgranate hast, Scaletta, der ist jetzt scheiß angebracht, die zu werfen. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Spürt's! Scheiße! Fuck! Sieht euch recht. Hey, Scaletta! Noch alles dran an dir? Sicher. Sieht's raus! Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter! Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Oh, Scheiße! Seht euch das! Achso, haben wir eh schon. Oh, hier kann man aufheben. Achso. MG, SMG. Pistole, aufheben. Okay. Dann nehmen wir doch die M. Die Thompson. Was ist das? So. Wow. Moment, ich muss kurz schreiben. Mit dem neuen Clan. Aber warte. So. Streuung links, okay. Na dann, rein hier. Auf der Treppe! Da, ihr Wow, anscheinend können wir auch alles zerstören. Was? Oh, da komm her. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Und rein hier. Säubert den zweiten Stock. Scaletta, du gehst voraus. Jo, ich geh voraus. Ich bin hinter dir, Mann. Oh, schön Deckung suchen. Und, ist da noch jemand? Ja. Okay. So. Drücke Q, um meine Tür einzutreten. Die Tür, Scaletta. Tritt sie ein. Arrenditi. Oh je. Gut. Noch wer? Huh. Alter. Na, komm schon. Achso, die ist so vernagelt. Anscheinend geht's hier entlang. Also los. Rein. Folge Private William. Scheiße. Der Mann in Dixer gibt's der Kopf. Was wollt ihr wohl, was wir machen? Oh, lass uns mal. Ihr sollt recht sein, Arschloch. Nachladen. Okay, weiter. Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder rein. Und keine! Rein mit dir, Scaletta, wir verrecken hier draußen. Oh, wurde. Draußen, oder was? Alter, hier ist Krieg. Ich schieße wieder auf den Balkon, Scaletta. Schnapp!
Moment, wir nehmen mal lieber das Gewehr. Los, schnapp dir das Maschinengewehr! Wo denn? Haben wir hier eins, oder wie? Oh. Das Maschinengewehr auf dem Balkon, Skeletor. Schnapp es! So, ihr dreckigen Hunde. Na, da sind noch mehr! Bei der Kirche! Komm schon! Ist das nicht hin, oder was? Scheiße, die arme Artillerie! Skeletor, rein mit dir! Oh, rein, was? Eh? Was? Wie kann ich hier weg? Hilfe! Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Nein! Oh, okay. Sequenz. Scheiße. Nicht gut. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è più davvero Don Calò? Quello è finito. Cacetto, un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Interessant. Errungenschaft freigeschaltet. Viva la Resistenza. Oh, wir sind schon Kapitel 2. Trautes Heim, nicht allein. Na, wahrscheinlich in Amerika. Jo, zwei Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Die Heimat. Familia. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Ciao. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Ja, ein schönes Bier am Anfang hier in der kalten Jahreszeit tut auch gut. So wie auch hier bei mir. Teilweise. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Carlo. Ohne Scheiß? Don Carlo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles flügeln und niemand schätzt dich. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist.
Würde ich auch so sagen? Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Was hat er jetzt vor? Oh je. Ciao, Giuseppe, hier ist Joe. Oh, du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Oh. Gut. So, Taxi. Ich darf hier laufen. Ach, faules Stück. Da sind wir. Scheint es ja beinahe. Danke. Der Rest ist für Sie. $2.25. So. Können wir auch nochmal gehen? Was war da? Ja. Okay. Also müssen wir hier hoch. Sieht nice aus. Montesina Roma. Style Diced Tomatoes with Italian Herbs. Okay. Dann laufen wir hier mal nach Hause. Ich kann noch sprinten. Und bevor wir da nach Hause gehen, der Part ist zu Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.